Hast du dir auch schon die Frage gestellt, welche Bedeutung die Kamera auf deine Wirkung bei Videokonferenzen, Meetings und Webinaren hat? Ich bin die Claudia Spari und ich habe mir diese Frage gestellt und das hat mich dazu inspiriert, dieses Video zu drehen. Bis jetzt seht ihr mich aufgenommen von meiner externen Webkamera. Und jetzt schalte ich um auf meine eingebaute Laptop-Kamera. Den Unterschied, den es macht, sehen wir direkt und unmittelbar. Natürlich gibt es bestimmt bessere eingebaute PC-Kameras, wie meine es ist. Aber ich rate all jenen da draußen, die den Auftritt online verbessern oder professionalisieren wollen, legt euch eine externe Webkamera zu. Ich bin es schon sehr gewohnt, mit meiner externen Kamera zu arbeiten und deswegen schalte ich jetzt wieder auf meine externe Webkamera um. Ich habe eine Logitech-Kamera, die hat 250 Euro gekostet und bewegt sich preislich im Mittelfeld. Das Tolle an dieser Kamera ist, sie hat auch ein eingebautes Mikro und somit schlage ich zwei Fliegen mit einer Klappe. Kamera und Ton. Es ist natürlich auch ganz wichtig, wo ihr die Kamera platziert und das soll unbedingt immer auf Augenhöhe sein. Ihr könnt auf einen Bücherstapel den Laptop stellen oder auf einen Laptopständer. Wichtig ist, ihr sollt direkt mit den Augen in die Kamera schauen. Und in der Praxis ist es natürlich ganz, ganz wichtig, dass ihr den Blick in die Kamera übt. Wir sind es nicht gewohnt und wir schauen einfach viel zu gerne direkt auf den Bildschirm. Darum übt in der Praxis den Blick in die Kamera, weil das erzeugt bei eurem Gegenüber das Gefühl, dass ihr ihn anschaut. So, das waren meine heutigen Anregungen rund ums Thema Kamera und die Bedeutung für euren Auftritt und eure Wirkung. Und es freut mich, wenn ihr mit diesen Ideen euren Auftritt verbessert und professionalisiert.